Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt, falls ihr neu auf meinem Kanal sein solltet. Ich bin Sebastian und ich würde mich mega freuen, wenn ihr meine Arbeit unterstützen würdet und einmal auf Abo-Button drücken. Dann seid ihr auch immer informiert, wenn es neue Videos gibt und unterstützt damit auch meine Arbeit ein wenig. Wir zocken heute zusammen in Indes Unchained auf der Pico 4 und es gibt ein paar Besonderheiten heute beim Gameplay oder in diesem Video hier. Einmal gibt es einen Turniermodus, der von Indes Unchained gestartet wurde, vom 11. Juli bis zum 21. Juli. Da gibt es dann einen besonderen Modus, der heißt Herausforderung des Pfeilmachers. Und Herausforderung des Pfeilmachers ist ein Modus, wo wir 12 Lebenspunkte haben. Wir haben immer Spezialpfeile auf der Sehne, immer andere, die wechseln auch immer wieder. Und sobald wir einmal verschießen, den Feind nicht treffen, gibt es einen Lebenspunktabzug und man kann nicht einfach hier wie ein Maschinengewehr schießen. Das wäre schlecht bei dem Gameplay. Da muss man so ein bisschen darauf achten, dass man auch wirklich trifft. Ja, und so kann man Punkte sammeln und da hat Pico sich dann gedacht, da machen wir auch ein Turnier draus. Und die ersten drei Plätze können was bei Pico gewinnen. Und was müsst ihr dazu tun? Einfach bei Indes Unchained mitmachen. Und unter die ersten drei landen bis zum 21. Juli habt ihr Zeit, ihr könnt so oft spielen, wie ihr wollt und könnt dann gewinnen. Der erste Platz erhält 2 Game Keys, ich glaube, die sind sogar zur freien Auswahl und der zweite Platz 1 Game Key und der dritte Platz bekommt 50% Rabatt und das regt natürlich auch zum Spielen an, wenn man wirklich was gewinnen kann und es macht auch schon wirklich Spaß, auf Punktejagd zu gehen. Ich habe es ja selber gerade gemerkt, ich war aber nicht so gut, das muss ich dazu sagen. Ich kann jetzt aber sagen, es gibt noch eine Besonderheit heute in dem Video und zwar ein Gewinnspiel von meiner Seite aus, weil Indes Unchained Entwickler hat mir einen Game Key gegeben für die Pico 4 und den könnt ihr hier auf meinem Kanal gewinnen. Und was müsst ihr einfach tun, um mitzumachen? Ihr müsst das Video jetzt schauen und dann müsst ihr unter die Kommentare schreiben, ich möchte gerne beim Gewinnspiel teilnehmen. Das muss auf jeden Fall drinstehen, dass ich weiß, dass ihr mitmachen möchtet. Und dann bitte, auf welchem Platz bin ich gelandet im Video und wie viele Punkte habe ich. Also das einmal einfach nachschauen, das sollte nicht zu schwer sein. Und dann seid ihr mit im Lostopf und dann könnt ihr natürlich Indes Unchained gewinnen. Ich würde sagen, Einsendeschluss ist der Sonntag 15 Uhr, also diese Woche Sonntag 15 Uhr. Und ich versuche dann einen Livestream zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe. Wenn nicht, dann werde ich da eine Aufnahme zu machen. Und der Gewinner wird dann auf jeden Fall benachrichtigt von mir. Für das Pico-Gewinnspiel wäre es von Vorteil, wenn ihr dann im Pico-Discord seid. Unten in der Beschreibung ist der Pico-Discord und da könnt ihr natürlich auch gerne joinen. Da unten stehen auch noch Links von meiner Facebook-Gruppe We Are World Germany. Könnt ihr gerne teilnehmen. Würden wir uns natürlich freuen, es ist ein nettes Admin-Team dabei, die mich da super unterstützen soll. Alleine ist das gar nicht mehr möglich. Und auch viele Leute, die so helfen, wenn Fragen sind. Also da könnt ihr gerne auch joinen. Und jetzt würde ich sagen, lassen wir den Sebastian hier mal unter der VR-Brille ein bisschen schwitzen und ihnen noch was zum Gameplay erklären. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Glück auf der Punktejagd. So Leute, hier sind wir im Hauptmenü von Indes und ich möchte jetzt gar nicht so groß auf alle Modis eingehen. Mal ganz kurz, wir haben hier einen Hauptmodus, den könnt ihr in meinen anderen Videos sehen, den habe ich schon ziemlich oft gezeigt. Werde ich euch versuchen in die Infobox zu packen. Und dann haben wir einen Modus, der nennt sich Belagerung des Himmels. Hier haben wir einen Wellenmodus mit verschiedenen Maps, da können wir auch dann im Wellenmodus kämpfen, das macht auch echt Spaß. Hauptmodus, wie ihr seht, habe ich hier mit der Pico noch nicht so viel gespielt. Und jetzt kommen wir zu Herausforderung des Pfeilmachers. Und dann kommen wir zum Turniermodus, wie ich es eben schon angesprochen habe. Und hier haben wir die Regeln. Ab 11. Juli bis zum 21. Juli haben wir hier die Chance, Punkte zu sammeln und unter die Top 3 zu kommen. Dann gibt es vom Pico Gewinne, es gibt Keys. Und der Turniermodus ist die Herausforderung des Pfeilmachers. Und es gibt hier ein besonderes Regelwerk. Jeder gezogene Pfeil ist einmal ein zufälliger Spezialpfeil. Also jeder Pfeil hat besondere Fähigkeiten. Die kenne ich auch noch nicht alle. Muss ich mir noch alle gut merken. Man darf auf keinen Fall verfehlen, weil sonst ist ein Energiepunkt sofort weg. Und wir können sogar, wenn wir zu viele verschießen, dadurch sterben.
Es gibt kaum Gesundheitsdrops, also das ist echt so, wir finden keine heiligen Gral wie sonst immer, dass wir uns hier ein Weinchen trinken können und wieder Energie bekommen. Das geht auch nicht. Gibt es nur nach Gruben und Bossen. Es gibt keine Läden, die sind zerstört hier in diesem Modus. Und ja, Teleportationspfeile können keinen Schaden hinzufügen oder den Gegnern keinen Schaden geben. Wir können dadurch halt Punkte sammeln und ja, wir sehen gleich, wir gehen jetzt mal in diesen Modus rein. Ich möchte jetzt gar nicht den Hauptmodus zeigen oder Belagerung des Himmels, sondern wirklich heute mal nur auf den Turniermodus eingehen, weil der ist echt cool. Da haben sich echt was Gutes ausgedacht, meiner Meinung nach. Macht Spaß, dieser Modus. Ich glaube, jetzt 3 Runden gespielt, habe 7000 Punkte und ich hoffe, dass ich das auch noch toppen kann. Und ja, genau, man kann nur auf 2 Arten aus dem Spiel raus oder auf 3 eigentlich. Einmal, man stirbt, man hat keine Energiepunkte mehr. Hier haben wir die Energiepunkte in diesem Modus. Oder man besiegt den Boss. Das geht natürlich auch. Oder ich mache die Pico aus. Das geht auch. Wir können uns aussuchen. Armbrust oder Bogen. Und ich mag den Bogen eher. Armbrust gefällt mir nicht so gut, muss ich sagen. Also, ich kann euch mal ganz kurz zeigen, wie man damit dann schießt. Also hiermit lädt man nach. Und dann geht's so, dann kann man halt damit auch spielen. Macht mir nicht so viel Spaß. Na, kommst du. Ich möchte meinen. So. Genau. So. Also Bogen macht mir mehr Spaß, muss ich sagen. Ich habe aktuell das Problem, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es an meiner Beleuchtung liegt. Ich muss das nochmal ein bisschen testen, dass ab und zu der Bogen so vom Tracking her hängen bleibt. Kenne ich vorher so nicht das Problem, muss ich ein bisschen noch probieren. Wenn ich meistens so bleibe, dann geht's. Aber wenn ich den einmal komplett runter mache, was ich meistens mache, weil es ist schon anstrengend, wenn man die ganze Zeit mit dem Bogen hier schießt, mit dem virtuellen. Und ja, das geht schon in die Schultern und dann möchte man ab und zu mal runter. Dann habe ich schon mal das Problem, dass es irgendwie hängen bleibt. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht so häufig. So, und hier sind wir in diesem Modus. Wir sehen hier immer, was wir gerade für einen Pfeil auf der Sehne haben. Also jedes Mal ist ein anderer Pfeil am Start und man darf nicht verschießen. Ich benutze jetzt den Teleportpfeil. Wir haben aber auch die Möglichkeit, uns mit Locomotion fortzubewegen. Aber über diese Stellen kommen wir natürlich nur mit dem Teleportationspfeil. So, ich versuche. Ah, die sind böse, weil die kommen mit mehreren und dann darf man echt nicht daneben schießen. Genau, da sind sie schon. Göttliche Sicht. Nein. Okay, einmal daneben geschossen. Habt ihr gemerkt? Einer ist weg. Ein Energiebalken. Diese Kugeln, wenn jetzt Gegner kommen würden, würden die Schaden nehmen. Das ist auch echt gut. Au, 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 au. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Komm ich da irgendwie hoch? Okay, also wir haben hier diese. Oh. Boah, jetzt wird's aber viel, du.
Okay, der ist auch schon mal hinüber. Sieht da gar nicht so schlecht aus gerade. Einen Punkt haben wir natürlich jetzt verloren. So, hier haben wir diese Gruben. Da sollten wir natürlich auch versuchen reinzukommen. Ich glaube, das war so ein Grubenboss, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Der ist auf jeden Fall weg. So, wir haben... Oh, hier liegt Papst Johannes. Oh, gib mir Kraft, großer Vater. Und wo kommt was angetrappelt? Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ja. Na komm. Wir müssen mal ganz kurz hier weg, damit wir ein bisschen Platz haben. Wir versuchen mal kurz hochzukommen. So, da war ich mir jetzt ganz sicher, dass ich wenigstens einen treffe. Okay. So, hier haben wir auf jeden Fall in der Grube jetzt einen erledigt. Irgendein, keine Ahnung, Mario. Sah auf jeden Fall so aus wie ein Mönch, aber... Oh. Na kommt. Es gibt eine Nadelflut. Na super. Genau in dem Augenblick geht er runter. So, wenn jetzt noch ein paar kommen. Die sind so klein. Weiter geht's. Ist da die nächste Gruppe? Oder war ich? Komme ich von hier? Ich komme von hier, okay. Ich würde jetzt mal sagen, dahin muss ich. Also wenn man wirklich sowas erleben sollte, dann hat man die... Hölle auf Erden gefunden, glaube ich. Wenn wir hier überhaupt auf Erden sind, ne? Das ist der nächste Punkt. So, das wäre normalerweise der Turm, wo wir Upgrades kaufen können. Und wie wir gleich sehen werden, ist der aber eingestürzt. Also hier gibt es keine Upgrades. Mm-mm. So, ich erwarte auch gar nicht, dass ich hier bei dem Gewinnspiel von Pico gewinnen werde. Das überlasse ich euch. Aber ich finde den, also diesen Turniermodus finde ich cool. Ich finde das, die Idee super, dass die Leute, wenn die das hier spielen, wirklich da was von haben, wenn sie gut sind. Ja, können sie ein paar Spiele gewinnen, Keys gewinnen.
Okay. Jetzt war der schon tot, ist gefallen und dann war es das schon. Och, da seid ihr schon wieder. Lasst mich doch in Ruhe. Leave me alone. Hilfe! Okay, nur noch ein Punkt. Nicht viel. Leider. Aber wir versuchen. Wir versuchen irgendwie durchzukommen. Das war's. I'm dead. Aber macht echt Spaß, besonders weil man immer die anderen Pfeile hat. Man muss gucken, was hat man jetzt gerade. Okay, 7000 Punkte habe ich nicht mehr verbessern können. Aber ja, geht's weiter. Wie gesagt, ich bin nicht wirklich gut in dem Game. Das muss ich dazu sagen. Aber es macht mir halt Spaß. Ich muss wohl sagen, dass ich mit der Valve Index am PC ein bisschen besser war. Das muss ich dazu sagen. So, ach komm, 7000 werden wir doch heute nochmal packen können, oder? Ich habe doch jetzt gerade getroffen. Warum habe ich jetzt einen Schaden erlitten? So, komm, Blitzkugel, erledigt das für mich. Der ist ein bisschen furchteinflößend, weil der so groß ist. Okay. So, ich glaube, man darf nicht so lange an einer Stelle stehen. Da ist er doch schon, guck mal. Nein! So, die Grube ist gesäubert, würde ich mal sagen. Ich wollte jetzt gerade schon da drauf schießen aus Spaß. Ha, jetzt tanzen wir auf den seinem Grab. So, weiter geht's. Aber diese Zauberer oder was das auch sind, die lassen so ein Energiefeld und ja, dann darf man nicht so lange stehen bleiben, dann ist man auch direkt down oder erleidet Schaden, auf jeden Fall. Guten Abend! Gucken wir mal hier um die Ecke. Okay, da waren wir ja.
Da muss man echt kurz abwarten. Weil es kann sein, dass man dann wieder in die Luft schießt. So. Okay, hier ist nichts. Ah, wieder nur 4 Punkte. Ah, ist nicht gut. 4 Punkte ist verdammt wenig. Aber mit Upgrades wäre das hier echt genial, muss ich sagen. Wenigstens mal ein bisschen Heilung sich verschaffen. Der beobachtet mich schon. Normalerweise würde ich jetzt versuchen, auf den zu schießen, aber nicht in diesem Modus. Boah, was war das für ein Schrei? Da war ja echt angsteinflößend. Ah, da ist wieder der komische Magie. So, den Typ haben wir erledigt. Kann man sich jetzt hier noch irgendwas holen? Nein, ne? Kann wieder nur auf seinem Grab tanzen. Das war's dann. Aber ich denke, man kriegt extra Punkte, wenn man diesen Grubenboss hier erledigt. Aber ist halt nicht der Endboss, ne? Okay. Nein! Nein. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich kann jetzt versuchen, hier drauf zu kommen. So, jetzt kommen wir wieder. Nee, 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 nee. Das ist so einfach, was ich hier mache. Und? Aber sonst wären wir da schon oben. Also, hart. Echt harter Modus, finde ich. Letzter Versuch, um mehr als 7000 zu schaffen. Wenn ich das nicht schaffe, dann war es das für heute. Aber es ist einer der besten Bogen-Games überhaupt. Und das ist auch wirklich nur ein Turniermodus. Den gibt es auch nicht immer. Und normalerweise kann man Pfeile ohne Ende raushauen, ohne dass man Schaden erleidet. Ne? Das ist halt jetzt schon was Spezielles. Finde ich aber echt, echt gelungen. Puh, da war Glück. Das war Glück. Man muss natürlich auch schauen, was bekommt man hier gerade für einen Pfeil. Ah, guck mal hier. Na komm. So, jetzt haben wir wieder hier.
Mann! So. Boah, da gucken aber ganz schön viele um die Ecke. Aber hier kann man echt gut Punkte machen. Na komm. So, jetzt mache ich mal hier den John Wick von Indes. Reicht jetzt aber mal. Ich will jetzt die 7000 knacken. Das ist mein Rekord, den ich brechen möchte. Also nicht brechen, ja. So, da waren wir ja schon. Ah, nee. Guck mal her. Oh. Ist da auch noch was? Risiko? Ja. Hier kann man auch noch ein paar Pünktchen holen. So, da ist der gewesen. Haben wir die auch schon mal weggesnackt. Ich bin jetzt nur auf Punkte sammeln aus. Okay. Wir müssen da lang. Ich geh mal hier hoch. Wäre das jetzt gar nicht für mich gewesen, hier der Ort. Aber hier sind keine Gegner, ne? Das ist gut. Also ein paar kleine leichte Gegner sind nicht schlecht. Aber wir wollen ja Punkte, ne? Was haben wir denn jetzt hier? 5971. Ich würde am liebsten da hoch den erstmal wegmachen, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich da hochkommen soll. Komm, Legolas! Ne, okay. Dann. Na komm. Schon wieder ein. So, da könnten wir runter. Wir kümmern uns aber erstmal hier. Also teilweise ist echt das Tracking schuld, leider. Es kann aber wirklich an meinem grünen Raum liegen, dass der damit gar nicht klarkommt. Hat die PlayStation auch Probleme mit? Hatte ich aber bisher in keinem Spiel so extrem. So, dann würde ich sagen, versuchen wir. Oh. Wo? Na komm schon. Na komm. Ja. Euch kriegen wir auch noch hin. Ich würde fast sagen, wir holen uns jetzt hier, was uns zusteht.
Ich habe 7000 Punkte geknackt. Okay, das war es doch wert, oder? Wo? Wer schreit? Wer ist sauer auf mich? Komm, wir gehen erstmal da nach da. Wir müssen weg. Das war es. Das war's. Schade. Lief ganz gut, kann ich jetzt gerade nicht sehen. 9250. Hey, also ich fand's jetzt gut. Ich werde auf jeden Fall weiter zocken. Also das pusht einen wirklich. Man will immer wieder rein und mehr Punkte machen. Man will natürlich auch mal irgendwie ein bisschen hoch gehen. Aber ich bin jetzt erstmal im Mittelfeld und ja, mal schauen, was diese Liste da noch tut. Wir haben hier auch noch eine Crossbow-Liste. Und ich würde sagen, ja komm, bevor wir jetzt hier einmal beenden, würde ich sagen, gehen wir einmal rein. Mit der Armbrust. Und dann schauen wir mal. Ich muss noch kurz gucken. So ist ein normaler Fall. Und. Ah, okay. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Das wird wahrscheinlich nicht besser werden. Machen wir eine kleine Runde. Also da finde ich alleine schon die Bewegung ziemlich komisch. Nee, also das wird gar nichts geben. Finde ich mit dem Teleportationspfeil und den normalen, das kriege ich da nicht hin. Liegt aber an mir, nicht an dem Spiel. Okay, ich kann wenigstens dann wechseln wieder. Ist gut. Ach, hau da ab. So. Wie gesagt, hier gefällt der Bewegungsablauf mir nicht so wirklich. Wir gehen jetzt auch nirgendwo irgendwo rein. Schauen, wie wir irgendwie hinkommen. Also ich finde den Bogen tausendmal besser. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet bei dem Game hier.
Aber ich finde cool, dass sie das eingebaut haben, definitiv. Aber bei diesem Modus gefällt mir das nicht so wirklich gut. Ah, die sind echt. Die Fledermäuse sind übel, finde ich. Man kann ja auch ein bisschen mit den. Mein Gott, da war es das auch schon. Also Armbrust finde ich viel, viel schwieriger als den Bogen, muss ich sagen. Ja, 3289, ich bin über Ingeborg. Ne, nee, aber ich finde solche Turniere cool. Ich finde das gut, dass sowas umgesetzt wird. So, ihr könnt ja gerne mal schreiben, wenn ihr hier mitmacht bei dem Turnier, was ihr für Punkte in den hier gesammelt habt, könnt ihr unter die Kommentare mal schreiben. Bin ich gespannt, wie viele Punkte ihr so habt. Und ich werde auf jeden Fall immer mal wieder reinschauen und ja, mal schauen, was sich da getan hat. Ja, Leute, ich sage einfach mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt viel Glück bei der Punktejagd und ja, schreibt auch gerne mal, was ihr von Indes haltet. Ist das ein Spiel für euch? Sagt ihr, das ist ein Must-Have-Titel für die Pico? Oder für alle anderen Brillen natürlich auch. Oder sagt ihr, nee, das ist nichts für mich. Also ich muss sagen, es ist ein Must-Have-Titel, meiner Meinung nach. Einer der geilsten Bogen-Games. Und ja, es macht immer wieder Spaß, hier reinzutauchen. Und ja, mit Pfeil und Bogen hier durch die Hölle zu ziehen, sage ich einfach mal. Ja, ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Abo da, würde mich echt freuen. Und Like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.